Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es mal wieder um die Reinigung von Böden. Heute habe ich für euch den Advil F16 Pro. Das ist ein kabelloses Bodenreinigungssystem, was wischen kann und gleichzeitig auch saugen. Und wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. So, dann schaut mal, so sieht das Ganze dann schon ausgepackt aus. Wie gesagt, haben wir ein Bodenreinigungssystem, was hauptsächlich dafür ausgelegt ist, um den Boden nass zu reinigen. Da bieten sich natürlich Hardfloorböden zu an. Das heißt, wenn ihr Parkett, Laminat, Fliesen oder Linoleum oder ähnliches habt, könnt ihr das damit perfekt sauber machen. Zum Reinigen so, das heißt, er saugt vorher auch. Das heißt, er kann Krümel vorher aufnehmen etc. Das ist mit dem Gerät auch möglich. Dafür ist er aber nicht konzipiert worden. Er ist also nicht unbedingt für Teppich geeignet. Wenn ihr nur Teppich zu Hause habt, dann solltet ihr euch ein anderes System kaufen. Wenn ihr viele Hardfloorböden habt und nur irgendwie einen Teppich oder so, den ihr ab und zu mal saugen möchtet, dann ist das sicherlich die perfekte Lösung. Wir haben hier einmal das System als solches. Die Rolle ist gleich eingesetzt, die Nasswalze. Wir haben hier auch noch eine, die so für Tierhaare und sowas halt für Teppich auch ausgelegt ist, zum Saugen ausgelegt ist. Die ist dann halt auch mit dabei. Ihr könnt das Ganze in die Station auch reinstellen. Das heißt, an der Station ist noch so ein kleiner Tank mit dran, wo die Rollen dann reinkommen. Die Station ist dafür da, A, einmal das Gerät aufzunehmen und zu laden und B, um die Walze dann hinterher selbstständig sauber zu machen. Das heißt, wenn ihr damit gereinigt habt, soll die Walze sich natürlich nochmal reinigen und das könnt ihr in der Station dann bewerkstelligen. Ihr habt hier einen Schmutzwassertank, den ihr ganz leicht hier vorne dann entnehmen könnt. Da ist dann auch ein HEPA-Filter mit drauf, wie ihr seht. Das heißt, hier wird auch richtig die Luft gefiltert und der hört natürlich dann auch auf und ihr seht dann, wenn der Behälter hier dann voll sein sollte, dann, wie gesagt, hört das Gerät einmal auf und zum anderen seht ihr das ja auch von außen. Dann haben wir natürlich noch einen Frischwassertank, der kann dann hier aufgefüllt werden und der wird dann hier unten einmal aufgedreht wie so eine Brauseflasche, wird dann hinten drauf gesteckt und dann habt ihr hier immer Frischwasser zur Verfügung. Das Frischwasser läuft dann über ein Leitungssystem auf die Rollen. Ihr müsst dazu hier oben einmal dann draufdrücken, werden wir gleich sehen, wenn wir das Gerät in Betrieb haben. Und dann kommt Wasser auf die Rolle und das könnt ihr dann natürlich so steuern, wie das euren Böden dann eben angepasst ist. Das heißt, wenn das dann wirklich zu nass wird, dann könnt ihr aufhören. Also ihr könnt das wirklich dann auch drüber steuern. Das könnt ihr nicht bei jedem Staubsauger so machen. Bei diesem hier ist es wie gesagt möglich. Dann habt ihr noch ein Netzteil mit dabei, eine Reinigungsbürste, noch so einen kleinen Reinigungspinsel, eine Bedienungsanleitung, eine ausführliche und einen kleinen Inbusschlüssel, womit ihr dann diesen Stab, der hier übrigens hauptsächlich aus Metall gefertigt ist, dann oben am System noch befestigen können. Ein Akku ist mit dabei, der ist entnehmbar, den könnt ihr einmal auch separat so aufladen, wenn ihr einen zweiten Akku dazu kauft zum Beispiel, habt ihr dann noch natürlich noch eine längere Laufzeit. Zur Laufzeit selber kann man nicht viel sagen, das reicht normalerweise für eine Wohnung auf jeden Fall aus, aber es ist grundsätzlich so, je nachdem wie stark der Verschmutz ist, der Boden und wie lange ihr dann drüber saugt oder in welcher Stufe ihr saugt, ihr habt auch eine 50% Stufe zum Beispiel, eine Eco-Stufe und eine 100% Stufe und je nachdem welche ihr dann da nutzt, dann kann das natürlich etwas schneller leer werden. Also geht mal davon aus, dass das so irgendwo zwischen 15 und 20 Minuten liegt. Und da solltet ihr eigentlich die meisten Räume damit sauber gemacht haben. Gucken wir uns das Ganze mal von unten an. Unten drunter ist nämlich eine UV-Lampe noch mit verborgen. Die tötet dann noch Bakterien, Viren und sowas. Viren weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall irgendwelche schädlichen Keime werden durch diese UV-Beleuchtung dann nochmal separat abgetötet. Das heißt, der Boden wird tatsächlich richtig desinfiziert. Die Rolle, die läuft dann hier drüber und ihr seht, hier sind noch so kleine rote Bürsten mit drin, die dann wirklich noch extremen Schmutz aufnehmen und dieses weiche Vlies, was hier ist, das befördert dann alles in den Schmutzwassertank und hier hinten ist noch eine Gummilippe mit dran, womit das Ganze dann wieder trocken gewischt ist. Der Hersteller gibt vor oder gibt den Tipp, dass ihr das Gerät, wenn ihr säubert, hauptsächlich nach vorn bewegt und nicht zurückzieht. Natürlich macht man das jetzt automatisch, aber dann habt ihr hinten natürlich die Möglichkeit oder habt hinten der
ja vielleicht das Pech, dass ihr das hier nochmal manuell säubern müsst. Das geht natürlich auch super. Bei der automatischen Reinigung ist es dann vielmehr so, dass wenn ihr das nach vorne geschoben habt, dass er dann keine Probleme hat, dass hier irgendwie noch was am Plastik sein sollte oder sowas. Ihr seht, ihr könnt die Rolle aber hier auch ganz einfach entnehmen, dann selber nochmal auswaschen. Dann ist sie natürlich noch wesentlich sauberer, als wenn das in der Station funktioniert. Und ihr habt hier auch die Möglichkeit, dieses Plastik dann von innen mit einem Tuch nochmal zu reinigen, wenn das jetzt stark verschmutzt sein sollte. Solltet ihr dann von Zeit zu Zeit auch mal überprüfen, nicht, dass das irgendwie anfängt zu müffeln oder sowas. Ansonsten macht der Sauger seine Arbeit natürlich schon ganz von allein. So, den Sauger habe ich jetzt in Betrieb genommen, einfach hier hinten den Wassertank einstecken. Der füllt sich dann automatisch oder der Sauger zieht sich das dann automatisch. Und wir haben hier, wie gesagt, noch so ein Knickgelenk, womit das wirklich auch einfach ist, zum Beispiel auch unterm Schrank sauber zu machen. Dann können wir das Ganze hier auch einrasten und dann bleibt der Sauger selbstständig auch stehen. Also könnt ihr den irgendwo hinter die Tür stellen oder hinter die Ecke oder irgendwo hinstellen. Das ist natürlich super. Und wenn ihr dann weitermachen wollt, dann müsst ihr den einmal hier mit einem Fuß festhalten, ausrasten und dann könnt ihr hier wieder loslegen. Ihr habt hier ein Display, wenn ich den Sauger jetzt hier oben einmal einschalte, dann werdet ihr sehen, dass das Display hier leuchtet. Und ihr seht da die verschiedenen Betriebsmodi, den Akkustand, wie lange das Gerät schon in Einsatz ist. Wir haben hier eine Eco-Taste und eine Max-Taste. Damit können wir die Saugleistung dann nochmal verstellen. Das Display flimmert natürlich im Betrieb selbstständig nicht, sondern das hat jetzt nur damit zu tun, dass wir hier die Kamera und das Display auf dem gleichen Frequenzband haben. Grundsätzlich ist das natürlich ein ruhiges Display und kann super abgelesen werden. Ihr seht auch, vom Winkel her können wir das Ganze auch hier einmal verstellen. Und wenn wir jetzt hier einmal saugen wollen, dann brauchen wir das nur anmachen. Und dann wird hier ganz normal gesaugt. Dann könnt ihr auch vor- und zurückbewegen, so wie ihr das Ganze kennt. Und ansonsten nimmt er jetzt die Krümel hier ganz super auf. Und wenn wir dann Wasser dazu führen wollen, dann müssen wir hier unten einmal an dieser Taste drücken. Und dann sprüht das hier vorne auf die Düse. Und dann wird die Düse nass und dann seht ihr auch den Film, was hier dann schon nass gewischt wurde. Dann sind die Fliesen eben nass. Und wenn ihr dann das Ganze unterbrechen wollt, lasst ihr einfach los und sagt, naja, das ist jetzt genügend Feuchtigkeit, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch so reinigen. So funktioniert die normale Reinigungsfunktion. Und ihr habt gesehen, ihr seid im Display dann rundum informiert, alles was den Staubsauger so betrifft. So, dann wollen wir den Sauger jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt hier einmal Kaffee, dann habe ich Ketchup, dann habe ich hier an der linken Seite Marmelade, Nutella und da hinten ist mir noch ein Ei ausgeglitten. Wir wollen jetzt mal gucken, ob der Sauger das grundsätzlich schafft. Und ihr seht, das hat jetzt schon super funktioniert und man soll den ja, wie gesagt, nicht zurückziehen. Aber wir können das natürlich dann gleich trotzdem mal machen. Und hier ist natürlich der Schmutz dann drin. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier Marmelade und alles Mögliche auch schaffen. Und Nutella. Beim Nutella gehe ich einfach mal so ein bisschen hin und her. Und ihr seht, nach und nach wird das aufgenommen. War jetzt natürlich auch nicht heiß, das Nutella. Also es war wirklich, hier ist ja auch super kalt. Und dann ist Nutella natürlich super fest. Und ihr seht aber, nach und nach bewegt sich das hier drüber und ist dann auch weg. So, dann schauen wir nochmal, was mit dem Ei passiert. Ihr seht, das ist gleich beim ersten Mal verschwunden. Jetzt könnte man natürlich noch einmal drüber gehen. Aber wir wollen jetzt uns nochmal die Selbstreinigungsfunktion anschauen.
Hierzu stellen wir den Sauger einfach in die Station und ihr seht, er fängt sofort hier auch an mit Laden. Und dann müsst ihr hier einfach diese Taste drücken und damit startet ihr dann die Selbstreinigung. Ihr werdet gleich sehen, das dreht hier ganz schön auf, es wird mehrfach gespült werden und durch die Zentrifugalkraft, die beim Drehen, bei diesem schnellen Drehen dann entsteht, werden dann auch die Schmutzpartikel rausgeschwemmt und dann gucken wir uns natürlich im Nachgang nochmal den Schmutzfangbehälter an. So, habt gesehen, am Display läuft dann auch ungefähr eine Minute ein Hinweis ab, dass dann die Reinigung stattfindet. Und ihr seht, die Bürste ist hier eigentlich super sauber geworden. Und der ganze Dreck befindet sich dann jetzt hier im Auffangbehälter. Und wenn ihr sagt, nö, das reicht mir noch nicht, ich sehe da irgendwie noch einen kleinen Fleck an der Düse oder an der Bürste vielmehr, dann drückt ihr einfach nochmal drauf und dann wird die Reinigung einfach nochmal durchgeführt. So, und ansonsten entnehmt ihr das Ganze jetzt hier einfach und dann geht ihr einfach zum Waschbecken oder was und entleert das oder im Klo. Und dann schaut mal, was der hier wirklich von den Fliesen her aufgenommen hat. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob für euch so ein Staubsauger und gleichzeitig Bodenreinigungssystem, ein Wischmopp, für euch in Betracht kommt. Kann man natürlich auch gut in der Werkstatt verwenden, da fällt ja auch mal was runter. Oder wenn irgendwie Öl oder irgendwie was runtergefallen ist oder was, dann bekommt ihr das damit natürlich super wieder sauber. Theoretisch könnt ihr auch in den Tank ein paar Reinigungsmittel kippen oder sowas, solltet ihr natürlich dann für Bodenreinigungssysteme wählen, zum Beispiel für Wischroboter oder sowas. Da kann man sowas natürlich dazugeben. Ich werde euch sowas dann auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich verlinke euch auch dieses Produkt unten in der Videobeschreibung. Das wird innerhalb von Deutschland dann portofrei geliefert und auch wirklich sehr, sehr schnell, weil das aus europäischen bzw. deutschen Lager geliefert wird. Da braucht ihr euch dann keine Gedanken machen. Und ansonsten soll es das erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.